Ja, war ein klasse Spiel. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Beide Mannschaften haben, glaube ich, hohes Zweitliganiveau auf den Platz gebracht. Von der Dramaturgie her für uns eher ein gefühlter Sieg. Zum Glück, weil das Gefühl nimmst du mit in die Woche. Und wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, auch getragen von dem Gefühl. Ich denke, dass es insgesamt ein gutes Spiel war, weil wir am Ende noch ein 2:2 erreicht haben gegen einen sehr guten Gegner. Für mich war es sehr gut, wieder in der Startelf zu stehen und Fußball zu spielen. Mit den Fans in diesem tollen Stadion hat es einfach Spaß gemacht zu spielen. Dafür, dass es mein erstes Spiel nach einigen Monaten war, bin ich zufrieden. Ich habe ein gutes Spiel gemacht, aber ich habe auch gemerkt, dass mir nach der langen Pause natürlich noch der Rhythmus etwas fehlt. Aber ich fühle mich von Training zu Training und Spiel zu Spiel besser. Ja, also erstmal ist die Mannschaft topfit, das ist mal die Grundvoraussetzung, dass du hinten raus noch Spiele drehen kannst. Und das ist so ein Prozess, der geht bei uns, ist jetzt so schnell nicht zu erklären, wie wir versuchen, das in die Mannschaft zu bringen und immer weiter zu fördern. Aber das ist ein Prozess, der jetzt schon länger läuft und viele Spieler sind ja auch schon länger da. Und das ist bei denen mittlerweile in der Birne drin, dass sie nie aufgeben, weil sie eben auch schon so viele Erfolgserlebnisse dadurch noch hatten, durch diese Haltung. Und das ist eben die Mentalität der Mannschaft, zum Glück. Ich möchte der Mannschaft so viel wie möglich helfen und glaube auch, dass ich in der Lage bin, der Mannschaft zu helfen, weil ich weiß, was ich kann. Meine Aufgabe ist es, anzugreifen, Tore zu schießen und Tore vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird. I'm sure it will come and yeah, that's it. Bielefeld ist nicht Berlin. Bielefeld ist natürlich etwas kleiner als Berlin, aber Bielefeld ist eine schöne Stadt. Meiner Freundin und mir gefällt es hier sehr gut. Man hat hier alles, was man zum Leben benötigt. Natürlich ist das motivierend für uns. Ich weiß, wie wichtig es ist, gegen Paderborn zu gewinnen. Es wird nicht leicht werden für uns, aber wir werden alle unser Bestes geben und ich bin mir sicher, dass wir dort auch gewinnen können. Es gibt 3 Punkte, wie in jedem anderen Meisterschaftsspiel auch, und die sind wichtig für uns, um unser Ziel zu erreichen. Trotzdem ist ein Derby immer noch ein Derby und da geht es so ein bisschen auch um die Gefühlslage in der Stadt. Und es ist auch wichtig, dass sie hier positiv bleibt und dass die Leute immer mehr uns dann auch unterstützen gegen vielleicht Mannschaften, die nicht so namhaft sind wie die wir schon gespielt haben. Und da müssen wir in Vorleistung gehen. Und das geht über Leistung, über Leidenschaft, über Vollgas für Arminia und in dem Derby erst recht. Ich glaube, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben. Wir halten alle zusammen und geben 100%. Daher haben wir gute Chancen. Paderborn hat eine gute Mannschaft, das ist klar. Jeder Spieler möchte in Derbys wie diesen dabei sein und wir werden mehr als 100% geben. Und dann wird das Ergebnis hoffentlich gut für uns sein. Ja, spielen eine gute Saison, das kann man gar nicht anders sagen. Wer nach 20 Spieltagen so in der Tabelle dasteht, der hat sich das verdient. Das heißt aber nicht, dass wir da chancenlos sind. Ja, wir sind vielleicht von der Tabelle her erstmal ein bisschen Außenseiter. Auf der anderen Seite haben wir da ein Heimspiel, weil ganz viele Bielefelder mitfahren und uns helfen wollen, da zu gewinnen. Und das wird auch das Ziel sein. Aber wir werden uns da nicht verstecken, sondern wir sind in einer guten Verfassung und das wollen wir am Sonntag zeigen.